So, schaut mal, hier ist eine Lampe, wo ich jetzt das Wachs aus. Also hier habe ich das ein bisschen in meine Deko integriert, die Lampe. Und hier muss ich das Wachs aus wechseln. Dafür tunke ich einfach nur hier so handelsübliche, was ihr bei Rossmann bekommt. Watte. Kann ich auch einen Wattebausch nehmen, das ist egal. Ich habe jetzt hier diese günstig Watte. 100er Pack, wollte ich gerade sagen. So. Vielleicht habe ich ein bisschen zu wenig Watte genommen. Ja, ich habe zu wenig Watte genommen. Ich muss mir gleich noch mal ein bisschen mehr Watte holen. Und das saugt sich, die Watte, so komplett voll damit, sodass hier keine Watte mehr drin ist. Kein Wachs mehr drin ist. Entschuldigung. Und da hole ich mir gleich noch ein bisschen was. Dann mache ich die noch ein bisschen sauber. Da hat sich ein bisschen Staub abgelegt jetzt. Und genau, das war es auch schon. Also das hat sich komplett vollgesogen. Das schmeiße ich jetzt im Müll. So, genau, jetzt habe ich das im Müll getan. Jetzt wische ich den Rest noch mal ein bisschen aus. Ich kann nur nicht mit einem Zewa komplett da reingehen und das auftunken, weil das wird eine Schweinerei. Jetzt bleiben hier noch ein bisschen Rückstände. Dann nehme ich unseren Counter Cleaner, verteile den nochmal ordentlich. Und dann seht ihr, mit einer Hand ist es ziemlich schlecht, aber gut, ihr seht es gleich. So, dass die hier schön sauber wird. Gut, ich kann jetzt nicht mit einer Hand so richtig, aber alle Ecken und Enden und seht, die ist jetzt wieder komplett sauber. Genau. So viel auch schon mal zu unserem Countercleaner. So, hier sind wir bei meiner Duftlampe, bei meinem Mini-Duftstecker angekommen. Jetzt habe ich es gerade erst eingeschaltet, das heißt, das Wachs ist noch komplett kalt und fest. Jetzt lasse ich es noch mal 5 Minuten und dann zeige ich euch gleich, wie ihr das rausmacht. So, ich bin jetzt einmal bei meinem Sohn im Zimmer, weil ich habe nämlich schön in der Stube vergessen beim ganzen Sabbeln, dass die Lampe ja immer wärmer und wärmer war und auf einmal war das Wachs geschmolzen und jetzt konnte ich euch das nicht zeigen, was ich machen wollte. Also ihr könnt jetzt auch, anstatt das rauszusaugen mit der Watte, könnt ihr auch hingehen und die Lampe so 5 Minuten mit kaltem, also wenn das Wachs kalt war quasi, 5 Minuten bis 10 Minuten warten, nicht länger, dann ist es nämlich geschmolzen. Dann könnt ihr das quasi so rausnehmen, wie ich hier einfach, na, das ist auch schon fast ein bisschen zu warm, dass es so ein Bröckchen ist. Das wische ich gleich nochmal ein bisschen aus, dass es wieder ein bisschen na, Staub, was schön ordentlich angebrannt ist. Da gehe ich gleich mit dem Countercleaner wieder rein, wische das aus. Jetzt habe ich hier quasi mein geschmolzenes Wachs. Kleiner Geheimtipp, das machen ganz, ganz viele. Sie zerbrechen, sobald der kalt ist, der Wachs wieder, zerbrechen sie das Ganze, packen das in so ein Baumwollsäckchen und packen das in Schubladen rein, wo die Socken sind. Oder packen das irgendwo anders rein. Das ist nochmal so ein kleiner Geheimtipp, weil in dem Zustand, also quasi im warmen Zustand, würde es jetzt nicht wieder, hat es jetzt ausgeduftet quasi. Aber wenn wir jetzt das kalt in ein Baumwollsäckchen noch reintun und ein bisschen zerbröseln, dann duftet das weiterhin noch und macht zum Beispiel unsere Schubladen schön duftend.